Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar DocuWare for the Road. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie mit DocuWare auch in mobiler Form über das Smartphone arbeiten können. Dazu im ersten Schritt zu den Funktionen, welche uns zur Verfügung stehen. Das Ziel ist es natürlich, die Funktionen, die Sie für Ihren Alltag brauchen, auch auf das Smartphone zu packen. Das heißt, vor allem vom Speichern der Dokumente aus anderen Apps in DocuWare, aber auch den Bogen zu den Aufgaben, zu Freigabeprozessen, Genehmigungsprozessen, beispielsweise von Rechnungen, bis hin zur Suche, soll Ihnen alles zur Verfügung stehen. Es gibt ein paar Voraussetzungen, um die DocuWare-App zu verwenden. Zum einen kann die DocuWare-App ab der Version 7.0 verwendet werden. Und jetzt eben für die On-Premise-Kunden ist zwingend die Mobile-Lizenz zu erwerben, um die App zu verwenden. Bei der DocuWare Cloud ist die Funktion bereits im Umfang enthalten. Eine schöne Funktion, die ich nochmal näher beleuchten möchte, ist der Import von Funktionen in die DocuWare App. Bei dem Thema verwenden wir die Teilen-Funktion. Das heißt im Umkehrschluss, bei allen Programmen, wo Ihnen diese Teilenfunktion zur Verfügung steht, können Sie Dokumente in DocuWare transportieren. Das schauen wir uns jetzt im Rahmen einer Live-Demonstration genauer an. Starten tun wir im ersten Schritt auf dem, also im Webclient, im Browser. Eingeloggt bin ich als Peter Sanders und Peter Sanders möchte jetzt im ersten Schritt seine App mit dem Webclient verbinden. Dazu geht er über das Hauptmenü und wählt einmal den Reiter Mobile Apps aus. Was er hier angezeigt bekommt, ist eben der Weg zum App Store selber, aber eben auch der QR-Code, den er nutzen kann, um DocuWare zu verbinden. Auf der Smartphone-Variante starten Sie damit, dass Sie die App einmal installieren. Haben Sie den Schritt getan? Landen Sie in der App bei der Abfrage, haben Sie denn schon ein Konto verbunden oder nicht? Falls nicht, wählen Sie hier den Weg über das Männchen und sehen jetzt hier auch nochmal den gleichen Ablauf, den wir im Webclient auch gesehen haben. Einmal auf Mobile Apps klicken und den QR-Code verwenden. Gehen wir auf Weiter, sehen wir hier jetzt einmal die Abfrage nach dem QR-Code, aber eben auch weiter unten darunter das Thema manuell verbinden. Also auch über den Weg sollte der QR-Code für Sie nicht funktionieren oder Sie einfach den Weg über die URL bevorzugen, geben Sie hier den URL-Pfad für Ihre Cloud ein. Dann werden Sie im nächsten Schritt nach den Login-Daten abgefragt. Ich gehe jetzt hier tatsächlich den Weg über den QR-Code und lande hier jetzt bei der Login-Maske. Ich gebe als Peter Sanders jetzt meine Benutzernamen ein und genauso auch das Passwort. Um mich anzumelden. Jetzt läuft die Authentifizierung durch und zeigt mir nach erfolgreicher Bearbeitung, dass die Verbindung entsprechend durchlaufen ist. Ich sehe jetzt hier auch das Konto, mit dem ich mich angemeldet habe und hier auch, wie wir es im Webclient kennen, die Möglichkeit, Briefkörbe, Ablagedialoge und auch Suchdialoge über die Augenfunktion ein- oder auszublenden. Das heißt, sollten Sie bestimmte Briefkörbe oder Dialoge nicht verwenden wollen, gehen Sie einfach über die Augenfunktion und blenden sich das wie gewünscht aus. Kann natürlich auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Auf Fertig haben Sie die Einstellung übernommen, gehen einmal auf Schließen und landen dann bei Ihrer Hauptübersicht, bei Ihrem Arbeitsbereich, der jetzt Ihnen einmal zeigt, dass Sie mit DocuWare verbunden sind. Also die Statusmeldung sehen Sie hier ganz oben und jetzt hier die Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die Aufgaben klammern wir erstmal aus. Wir beschäftigen uns jetzt näher mit den Listen. Das heißt, wir arbeiten in unserem Use Case jetzt mit zwei Listen. Die eine Liste zeigt Ihnen an, ob es einen offenen Schadensfall gibt. Die andere Liste zeigt Ihnen an, ob Unterlagen vollständig vorliegen. Suchfunktion. Die Suchdialoge sind auch wie im Browser aufgebaut und zeigen Ihnen auch, dass Sie über unterschiedliche Archive suchen können. Also auch hier die volle Bandbreite an Möglichkeiten, um nach Dokumenten, nach archivierten Dokumenten im Archiv zu suchen, über das Handy.
Und genauso natürlich die Briefkörbe, die uns hier zur Verfügung stehen. Haben Sie eine Aufgabe vorliegen, dann wird die Ihnen angezeigt hier oben. Sollten Sie keine vorliegen haben, haben Sie das Aufgabenfeld gar nicht vorliegen. Also da ist das komplett ausgeblendet. Unser Use Case ist jetzt folgender, dass Peggy aus der Buchhaltung Eingangsrechnungen im ersten Schritt archiviert und verarbeiten möchte. Hat sie Rechnungen vorliegen, die sich auf Maschinen auf der Baustelle beziehen, dann ist es jetzt die Aufgabe von Peters, diese Ware zu prüfen, und zwar auf Vollständigkeit, auf möglichen Schaden, der eingetreten ist. Deswegen hat er hier die vorliegende Aufgabe zu den Baustellenunterlagen, und zwar soll er die Baggerrechnung von Hugonet prüfen. Die Ware soll geprüft werden. Geht er einmal näher auf die Aufgabe drauf, landet er bei dem Viewer, dem Anzeigebereich, und kann jetzt hier oben über das Kontextmenü die einzelnen Funktionen oder Bearbeitungsschritte einblenden lassen. Zum einen haben wir hier Entscheidungen, die beziehen sich auf den Workflow, aber eben auch das Thema Stempel, beispielsweise ein grüner Haken setzen, um Positionen auf der Rechnung abzuhaken, ist verfügbar, genauso wie das Thema Indexeinträge ändern oder, falls gewünscht, das Dokument zu klammern, also ein anderes Dokument an dieses zu klammern. Wir gehen jetzt auf die Entscheidungen und sehen hier jetzt zwei Optionen. Peter Sanders wählt den Schadensfall aus, weil er ja hier einen Schaden identifiziert hat. Diesen kann er über dieses Textfeld hier nochmal näher präzisieren. Er sagt, die Baggerschaufel ist defekt. Geht auf Weiter. Der Stempel wird aufs Dokument gesetzt und er bestätigt das Ganze. Wir sehen, die Aufgabe verschwindet erstmal. Peter Sanders hat sein To-Do erledigt und die Listenfunktionen werden dahingehend aktualisiert, dass jetzt in meiner Liste offener Schadensfall diese Statusmeldung drin ist. Also diese Rechnung, die wir gerade als offenen Schadensfall mit dem Stempel dokumentiert haben, das kann jetzt auch Peggy in der Buchhaltung einsehen, sodass sie direkt weiß, okay, die Hugonet-Rechnung zum Bagger kann jetzt gerade noch nicht weiterverarbeitet werden. Hier liegt ein Schadensfall vor. Ich warte auf Input von Peter. Peter bekommt jetzt im nächsten Schritt eine weitere Aufgabe, und zwar soll er die Unterlagen einreichen. Er soll den Schaden jetzt dokumentieren. Peter macht dazu Fotos und wählt sich die gewünschten Fotos aus, um und jetzt eben die Teilen-Funktion hier unten nutzen, um diese an Dokware zu übergeben. Hier eine kleine Abfrage von Dokware: Möchtest du das Ganze in den Briefkorb hochladen oder möchtest du direkt das Archiv ansteuern? Peter wählt jetzt hier den Weg in den Briefkorb und sagt einmal hochladen. Einmal auf OK klicken. Wird das Ganze jetzt an die Dokware-App übergeben. Und wir können in der App selber das Ganze über den Briefkorb natürlich auch nachverfolgen, indem wir hier einmal reinschauen und sehen, dass das Hochladen gerade noch läuft, beziehungsweise jetzt abgeschlossen ist. Und jetzt das Ziel von Peter, diese Dokumente an die archivierte Rechnung zu klammern, um diesen Zusammenhang herzustellen und den Schaden zu dokumentieren. In die Aufgabe heißt, diesmal heißt die Aufgabe Unterlagen bitte einreichen. Geht er jetzt tiefer in die Aufgabe rein. Und bevor er jetzt die Entscheidung Unterlagen sind vollständig durchläuft, geht er her und sagt, ich möchte ein Dokument klammern. Und dieses Dokument zieht er sich aus dem Briefkorb, das ist nämlich das Foto vom Schaden der Baggerschaufel, klammert er jetzt an seine Rechnung. Und wir sehen auch, dass hier unten jetzt der Anhang ergänzt wurde. Ich habe hier nicht mehr nur eine Seite, sondern zwei Seiten. Jetzt sind die Unterlagen tatsächlich vollständig und ich gehe hier oben auf die Entscheidung über das Kontextmenü und sage, passt. Ich kann jetzt als Peter Sanders auf der Baustelle Peggy Bescheid geben, die Unterlagen liegen vor, der Schaden ist dokumentiert. Du kannst jetzt die Rechnung mit deinen Aufgaben weiterverarbeiten. Das Ganze lässt sich jetzt natürlich auch über die Suche aufrufen, wenn das gewünscht ist. Hier über den Suchdialog. Die Felder können wir hier natürlich beliebig auswählen. Ich wähle jetzt einfach der
einfach halber den Suchdialog oder den Fulltext, die Fulltext-Suchmöglichkeiten, lande hier ebenfalls bei meiner Rechnung, kann diese aufrufen und immer eben über das Kontextmenü, um noch weitere, auf noch weitere Funktionen zugreifen. Hier wäre zum Beispiel ebenfalls die Möglichkeit vorhanden, dieses Dokument, dieses archivierte Dokument wiederum über andere Programme zu teilen, also wieder an Externe per Mail zu versenden beispielsweise. Unser Prozess läuft jetzt in der Buchhaltung weiter und zusätzlich haben wir eine E-Mail-Benachrichtigung aktiviert, die es uns ermöglicht, den Schadensansatz per Mail direkt zu dokumentieren. Die könnte beispielsweise so aussehen, dass Sie einen bestimmten Text Docware vorgeben, der diesen dann automatisiert an die Versicherung versendet und hier ebenfalls den Anhang anhängt, also sowohl die Rechnung als auch den Foto, das Foto vom Baggerschaden. Zurück in die Folien möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. An der Stelle nochmal einen kurzen Hinweis auf unseren YouTube-Channel. Alle Webinare, die wir anbieten, landen nach der Bearbeitung auf dem YouTube-Channel für Sie zum Anschauen. Gerne auch Ihr Feedback geben, wie erfolgreich wir das tun, damit wir uns weiterhin auch verbessern können. Und in diesem Zug sage ich vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.